Na? Schon wieder länger her. Nicht wundern, wir starten diesmal nicht irgendwo da oben in dem scheiß Schneegebirge. Nein, hier unübersehbar der Vulkankrater. Warum das? Ganz einfach. Wir haben beim letzten Mal im Schneegebirge die gelbe Ego-Quelle freigeschalten. Boah, das muss ich mal einen Ticken leiser machen. So. Und dem, diese Quelle brauchen wir im... was ist das Ding? Gebirgspass, ja. Die brauchen wir im Gebirgspass nochmal. Und ehe wir das vergessen und dann uns wundern, warum wir nicht das 100%-Ende zu sehen bekommen, machen wir das einfach mal ganz spontan und holen das nach. Wir müssen nämlich da oben rechts hin. Jetzt habe ich's kurz... Ich war zu schnell, tut mir leid. Egal. Egal. Der scheiß Wendler. Ach, da vorne rechts ist es schon. Nicht der Wendler, die Quelle. So, und damit zerschießen wir diese Kackwand hier. Und das war's schon. So einfach ist es. Oh oh. Was war das gerade für ein Ton? Das klang so, als würde das Ding aufgrund von Temperaturbelastung in die Luft fliegen. Tut es aber nicht. Allerhöchstens durch so diese... Das war eng. Allerhöchstens durch diese Kack-TNT-Fässer, die ich jetzt endlich zerballern kann, weil sie mir auf den Sack gehen. Natürlich. So, jetzt auch... Scheiß Kamera, muss ich mich auch dran gewöhnen. Das Spiel schon fast einen Monat nicht mehr angerührt. Zugegeben, ich habe den Vulkankrater ein bisschen vorgespielt, war mir auch wirklich nichts verpasst. Ist halt so eine Art Heimatwelt. Gibt's keine Spoiler oder irgend so versteckte Sachen. Gut, eine vielleicht, aber die seht ihr dann noch. Die muss ich noch erspielen. Ansonsten da unten ist halt... Jetzt hätte man es sehen können. Da unten links vom Bildschirm, ich hoffe man sieht es. So ein Orakel, da konntest du dir zwei Energiezellen kaufen für 120 Orbs pro Stück. Hier geht's zum Schneegebirge hoch, da waren wir schon, das ist nämlich nicht so geil. Ne, wir müssen jetzt rüber und mit so einer langweiligen, wie heißt die Dinger, mit so einer Lore fahren. Die quietschen und sind nicht so geil, die nerven einfach nur noch. IQ, IQ, IQ! Da hab ich hier nur ganz klein Türchen von. Bitte. Es geht nach Mami. Iku, Iku, Iku. Egal. Ach, wer von euch kennt Werner überhaupt noch? Kultfigur. Ja. Schönes Wetter haben wir, ne? So, holen wir uns gleich die nächste Energiezelle. Ich habe nämlich ja eine Spähfliege übrig gelassen. Holt man sich nach dieser Scheißfahrt, wenn ich direkt ein Erfolgserlebnis. Die gelbe Eco-Quelle ist in dem Sinne so wichtig, dass wenn wir jetzt da runter in diese scheiß Spinnhöhle gehen, möglichst mit gelbem Eco hochkommen, denn da oben ist nochmal eine Truhe. Und was da drin ist, werden wir dann sehen. Dazu brauchen wir ein gelbes Eco zum Schießen und müssen relativ flink sein. Wird aber eh das letzte sein, was ich hier mache. So beim Verlassen dieser... Ah! Was? 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 Wo ist er hin? Hau ab! Dumme Kackspinne! So. Kriegst du auf die Fresse, auf die Achtbeinige. So. Okay. Ich geh absichtlich mal noch nicht dahin. Wo diese dämlichen Tausendfüße sind. Warum sehen wir dann später? Obwohl, ich kann es ja schon mal sagen. Das ist kein großer Spoiler. Teil einer Mission hier ist es, diese Tausendfüße abzuschießen. Und ich glaube sogar, bei jedem Treffer, den die kassieren, lassen die nochmal ein paar von diesen Orbs fallen. So erkenne ich so ein bisschen, wo ich schon war und wo noch nicht. Oh ja, ich bin der allerbeste Schütze. So. Nein, ich glaube nur bei dem letzten lassen die was fallen. Ich habe auch gerade nicht aufgepasst. Tausend Füße sind bei mir wie Regentropfen, wenn es nicht regnet.
Habe ich nicht auf dem Schirm. Okay. Lacht halt irgendwann anders. So, ein bisschen hier, sonst sehe ich dich nicht. Echt? Zwei Treffer nur? Ne, ist ja völlig boogie. Bleib erstmal nach vorne und mach die alle kalt. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Komm ich hier hoch? Nein. Nein. Oh, er kann ja diesen scheiß Hieb nicht. So. Dann halt so. Waffts. Waffchuck. Oh. Hektische Finger, bitte kommt da raus. Nein, er kommt oben raus. Nein, da. So, hab ich dich auch erledigt. Egal. Alles nicht so wichtig. Kackspinne. Schieß ja noch überall hin. Ach, jetzt komm schon. Ich kann auch die ganze Zeit nur eine Stelle anvisieren, aber das ist mir irgendwie zu lame. Trotzdem habe ich es gerade getan. So. Das sind dunkle Eco-Kristalle, die müssen wir ja auch für eine kleine Nebenquest zerstören. Ich glaube, für Samos oder so. Normalerweise kann man die ganzen Quests auch bei den ganzen NPCs annehmen. Fällt mir allerdings ein bisschen schwer, weil ich das Spiel so gut wie auswendig kann. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Dexter. Lass uns das machen. Oh fuck, es tut mir so leid. Ich habe so ungern die große Fresse. Oh mein Gott, wenn man mich unterbricht, dann werde ich pampig. Schlage ich alles und jeden kurz und klein. Ja, jetzt komm halt, ja. Bist du der Letzte, oder nicht? Kommst du unten, kommst du oben raus? Du kommst oben raus, ne? Warst du der Letzte? Natürlich nicht. Aber wieso kommen bei dir keine Orbs? Hab ich die schon mal Das kann doch gar nicht sein. Stimmt doch was nicht. Fall ich runter? Natürlich fall ich runter. Ja, und ich sterbe direkt! Jetzt darf ich alles nochmal machen. Oder? Die sind da jetzt alle wieder da, ne? Och Mann, na ist ja auch egal. Verbringen wir halt ein bisschen mehr Zeit zusammen, ne? Auch nicht schlecht. Oh Gott, ich komme hier niemals raus. Ist das behindert? Ja, mein Gott, müssen wir halt durch. Ich finde den Level auch nicht besonders geil. Wir müssen den halt machen. Wir wollen ja 100%. Wir wollen das besondere Ende. Nicht diese 0-15-Scheiße. Mit der sich normale Let's Player zu Ende zufrieden geben. Nein, ey. Alles oder nichts. Verdammt nochmal. Ihr Gackspinne. Warum ist hier nichts? Hier müsste ein Netz sein, das ich als Trampolin benutzen kann. So wie hier. Jetzt müsste es aber wirklich nur noch einer sein. Sagen, das war schön doof, einfach ins Nichts zu springen. Wo man nichts sieht. Wo ist er denn? Da oben ist er. Ich komme gleich zu dir. Ich möchte nur erstmal ein paar Orbs sammeln. So, Doppelsprung. Doppelsprung, ja. So, ne, zwei Schüsse reichen mir sicher halt nicht. Ne, ich schaffe nicht mal einen. Super.
Ja, mein Gott, dann bleibe ich halt hier unten. Na los. Eins. Zwei. Jetzt. Egal. So, haben wir das schon mal erledigt. Wir sind schon bei 10 Minuten. Gib mir fucking du. Der hatte echt nur einen Orb in der Tasche. Nein. Ach, dann halt nicht. Und tot. Ich bin der Allerbeste. Ach, Mann. Bin ich froh, wenn das vorbei ist. Scheiß Level, wirklich. Da hattest du gekonnt durch und freust dich. Also das ist wirklich so, so kurz vorm Ende, wenn ich das Spiel noch mal ein bisschen locken will. Ich meine, nee, du machst das jetzt. Wenn du das wirklich, wenn du das wirklich zu 100% zu Ende spielen willst, dann beiß dich jetzt hier durch, du Affe. Du bist kurz vorm Ende. Zeig, dass du es wirklich willst. Beweise dich. Ich konnte das alles nur so viel besser. Ich hätte das vielleicht einfach mal, naja, testhalber vor Let's Playen sollen. Also für mich separat, alleine, nochmal durchspielen. Wäre ich aber ein Betrüger. Und es geht weiter, ne? Nein, ich bin drauf ge... Oh, super gut. Mal sehen, ne? Wo komme ich hin? Da muss ich hin. Okay. Das geht darüber. Oh, hab ich aber nicht mehr weit. Frag mich nur, wofür die anderen Plattformen da sind. Zum Verwirren oder wie? Dass manch einer vielleicht denkt, da, ah, die bringen mich vielleicht in eine gelegene Position, wo ich die Kack Tausendfüßler besser beschießen kann. Dem ist wohl nicht so. Ach, geil. Okay, jetzt können wir uns quasi aussuchen, in welche Richtung gehen wir. Mensch, scheiß Kamera. Und wir gehen ganz nach unten. Ich kann jetzt ruhig sterben, ist mir wurscht, aber ich sterbe lieber nicht. So, war denn hier unten irgendwas? Nein, das war ganz woanders. Ich höre aber noch eine Spähfliege. Die muss hier oben irgendwo rumgeistern. Das gibt's doch nicht. Wieso hab... Egal, man hört sie ja beim Vorbeigehen. Die ist eigentlich nicht wirklich verpassbar. Ich beweise zwar gerade gewissermaßen das Gegenteil, dass dem doch so ist. Ah, nett von dir. Liebe Spähfliege, hast du mir noch den Orb beschert, den ich sonst vergeblich gesucht hätte. Wie so ein Lappi. So, bin ich einmal hier. 1000 Umwege gemacht, war wieder zum Ziel. So, jetzt aber. Oh, hier brauche ich aber... was? Gelbes. Hau ab! Dieser Kristall explodiert gleich! Und da kommt keine Orbs raus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, als erstes zerbomben wir mal diese beiden Kisten hier. Vielleicht klappt das ja sogar mit dem mit der gelben Ego-Quelle hier oben. Ich muss mich vielleicht ein bisschen sputen, wenn ich die aktiviert habe. Aber ich glaube, das sollte funktionieren. Warum eigentlich nicht? Ja, komm, das wird was. Going. War auf der linken Seite etwas? Nein, da kommen wir gar nicht drauf. Irgendwo war das so. Oh, jetzt kommen wir erst zu diesem komischen Transformer. Zu diesem Eco-Bot. Na, hat nicht funktioniert? Pfeife. Okay. Machen wir den zuerst. Hier ist irgendwo eine große Blume drin. Ha! Ich wusste es. Es gibt Sachen, die vergisst man nicht.
Okay. Machen wir es dir. Ja, machen wir das Ungeziefer. Es tut mir leid, diese Kicks, die ich in der Luft auch mache, aber irgendwie. Der Ort heißt Spinnhöhle. Ist naheliegend, dass da auch ein Spinn rumkrauchen. Bam, bam, bam! Los! Sind gleich da, sind gleich da! Nein! Blöde Kackspinne! Oh ja, kommen ja immer mehr. Nee, kein Bock auf euch, ehrlich, das war's. Feierabend, ja. So. Ey. Ich hoffe wirklich, dass ich nichts vergessen habe. Ansonsten lande ich ja gleich nochmal. So in gefühlt 10 Minuten. Oder? Ja, in gefühlt 10 Minuten. Ich springe in die falsche Richtung. Oh Mann. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich es packe. Zumindest jetzt in diesem Part diesen scheiß Level abzuschließen. Das geschieht ja so unfassbar schnell, dass man einfach mal was vergisst. Hier nicht festhalten, Alter. Okay, leicht rechts von dem Ding. Nein, nicht festhalten! Bruder. Nein, egal. Ich wollte eigentlich nur kurz gucken, ob da drunter noch was war. Kann ja sein, dass der mit diesem Looping, sage ich schon, mit diesem Saldo. Fuck, wie heißt das? Mit dieser Rolle an der Stange. Nein, hier ist offensichtlich alles abgeholt. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter. Na, selbst wenn es noch kurz ist. Ja, der trifft uns trotzdem, ja. Miese Pappnase, du. Das war... Warum? Warum? Echt? Wieso mache ich den... Oh nein! Oh. Der Selbsthass, ey. Für so dumme Aktionen. Ehrlich, das... Warum denke ich, dass ich es schaffe? Weiß, also in dem Moment, wo ich gesprungen bin zur Seite, habe ich gewusst, das wird nichts. Wie dumm war das gerade? Und trotzdem mache ich's. Also warum der Freitod? Ist völlig unnötig. Ja, wenn es doch immer nur so einfach wäre, an diese Obstwand zu. Wie viele gibt's hier eigentlich? Ja, fehlen noch 52 fehlen noch. Na komm doch! Oh. Und jetzt war ich wieder hier.
Die Plattform da hinten fährt da bestimmt noch nach oben, ne? Na freilich. Na aber freilo, da freue ich mich doch. Ja, geht's ja noch mal kurz nach unten. Sekunde, was trinken. Und dann geht's aufwärts. So. Hier geht's offensichtlich nicht lang. Baft's in die Fresse, Alter. Staunst ja. Kannst mal fühlen, wie er dich zutreten kann. Bam! Entschuldigung für diese Soundeffekte, für diese künstlichen. Ich muss eingestehen, ich habe gerade schon so ein bisschen Spaß in dem Spiel. Wie? Hier ist nichts? Hätte ja sein können. Nee, dann hast du Glück, Keule, dann kannst du weiter. Dann darf ich. Dann lasse ich dich weiterleben. Glückwunsch. Bist du mir. Und dem Teufel gleichzeitig durch den Lappen gegangen. Ja, sind wir fast oben, ja. So viel kann ja eigentlich gar nicht mehr kommen, wenn ich jetzt hier so viele Orbs sehe. Wir sind bei, schon über 20 Minuten. Oh Mann, Mann, Mann. Wieso ich immer so notgeil auf die Uhr gucke? Einfach nur, ich sag mal, länger als eine halbe Stunde guckt doch niemand so einem, ich sag mal, einem Newcomer zu. Einem No-Name bei einem Let's Play, was schon Millionen vor ihm gemacht haben. Vielleicht gefällt ja dem einen oder anderen einfach so meine Art und er denkt sich, ja, den unterstütze ich mal, da gucke ich mal ein Video an. Aber der schickt mir kein Geld, ey, ehrlich. Ich schalte schon keine Werbung, ich will auch kein Patreon oder wie die ganze Kacke heißt. Da unten war doch noch was, ey, hol ich mir gleich. Unterstützung einfach nur in dem. Unterstützung brauche ich nur, wenn er jetzt wirklich mal. Ja. Ich sag mal, schreibt einen Kommentar oder. Gebt mir ein Like auf das Video, whatever, mir doch egal. Das wäre ganz nett. Brauche ich es nicht unbedingt für mein Ego. Ich sag nur, es wäre ganz cool. Aber hey, das ist ein Kann. Das ist kein Muss. So, wie viel fehlt jetzt noch? Hier fehlen 14. Zerstöre nur Ego-Kristalle, okay. Alle Sperrfliegen, fehlen noch 2, ne? Ja, da fehlen noch 2. Und noch irgendwas anderes. Wir werden es erleben. Was da jetzt auf der anderen Seite auf uns zukommt. Ich muss hier. Sorry, ich muss hier. Hier stört mich gerade was auf dem PC. Ich muss hier mal. Ja, jetzt nerv nicht, Alter. Da spackt ja manchmal ein bisschen rum. So, jetzt kann es nochmal weitergehen. Okay, mal zurück, da wo wir eben hergekommen sind. Und neben Weg Nummer 2. Den dunklen Weg. Ah ja, ich glaube, ich weiß, welcher Weg das ist. Nein, du stirbst jetzt, Alter. Du gehst mir jetzt nicht unnötig auf den Sack. Ich war zwar jetzt schon an dir vorbei, aber wehe, du stirbst. Alter. Nee, Leute, manchmal. Da hast du keine Geduld mehr. Ach man, ich bin wirklich froh, wenn es vorbei ist. Also, nicht weil es schlimm ist, aber wenn es vorbei ist, dann ist es mein erstes Let's Play, was ich jemals wirklich so in der Art und Weise zu Ende gespielt habe. Und als erste vollendete Arbeit, gerade auch so auf diesem Kanal, freue ich mich einfach. Nehme ich mir einfach mal das Recht raus, mich freuen zu dürfen. So, das ist schon mal die eine. Oh ja, brauche ich noch Dings hier. Bisschen gelben Gummibärsaft. So, ob das gereicht hat oder ist dahinter noch was? Nein, dahinter ist scheinbar nichts mehr. Ja, jetzt geht er doch mal hin. So, braver Junge.
Ja, er hat's geschafft. Einwandfrei. Geiler Junge. Geiler Typ. So, das nächste Steinchen kaputt gemacht. Einwandfrei, ey. So muss das aussehen. So wird ein Schuh draus, ey. So läuft das. 5 fehlen. Okay, das ist zumindest besser als einer. Ich glaube, 5 findet man eher. Auf einer Box oder so. Ah, nicht. Ja, selbst wenn, ist auch nicht so schlimm. Da hauen wir so einen Kristall nochmal kurz an. Mann! Nicht sterben, Keule. Sterben wir jetzt scheiße. Sind hier unten noch Orbs oder nur so ein Kristall? Scheinbar nur ein Kristall, aber die Kamera will auch überhaupt nicht runtergucken. Nein, es ist nur ein Kristall. Kann sein, dass wir jetzt hier eine Energiezelle bekommen. Bin mir gar nicht sicher, wo noch einer ist. Ich glaube, das war der letzte dunkle Eko-Kristall. Und die kommt jetzt direkt hier hoch, oder? Ja, die kommt hier hoch. Nett von ihr. Schickang. Okay. Hier haben wir nämlich auch nochmal eine, das ist schon die letzte. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die 5 restlichen Orbs, oder nicht? Na, und halt eine Energiezelle, ja. Erforscht die dunkle Höhle. Oh, habe ich jetzt lang gewartet? Ja, natürlich. Scheiße. Du Drecksspinne! Geh mir auf den Sack! Das glaube ich einfach nicht. Nein! Och komm, jetzt echt. Lass mich drauf. Bitte, bitte, bitte. Stoß an einen Kristall, dann bekommst du Licht. Ja, ich hab grad versehentlich. Nein! Oh! Alter! Hab ich mir gerade eingeknistert. Scheiße. Oh, leck mich am Arsch. Egal, wir haben es geschafft, ey. Zack, ey. Und nichts vergessen dabei. Super gut. Super gut. Nee, so um. Ja, da kommen wir ja. Da wollen wir hin, da kommen wir her. Jetzt müssen wir aber noch im Vulkankraller die eine Kiste kaputt hauen. Das ist ganz wichtig. Ja, die Zeit sollte dafür noch reichen. Wenn ich es hier nicht 10-mal verkacke, sollte das gut machbar sein. Ich bin am falschen Ende der Halle. Des Raumes. Sterbe ich jetzt? Nein. Nein, ich bin nicht gestorben. Cool. Nett. Gutes Spiel. Aber wo muss ich hin? Ah, hier. Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Komm, Alter, mach hin. Viel Zeit ist nicht mehr. Ah, das war's schon. Ja. Auto-Aim, Zielerfassung, ey, wie cool. Dankeschön. Hätte ich so wahrscheinlich gar nicht mehr gepackt zu zielen. Naja, dann wäre auch der abgeschlossen. 91% kann sich sehen lassen, liebe Freunde. So, jetzt fahren wir noch zum Abschied mit diesen Kackloren hier zum Lavarohr. Und das machen wir was im nächsten Part, bin ich der Meinung. Das muss jetzt nicht sein. Die Zeit reicht vielleicht auch gar nicht mehr. Ne, wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ehrlich, fahren wir da noch kurz hin an den zu Beginn des Levels und schauen dann im nächsten Part einfach weiter, wie weit wir kommen.
Ach ja. So, jetzt aber. Oh, mein Kopf. So. Na dann, mehr möchte ich gar nicht zeigen. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Vielleicht ist es ja schon das Finale, wer weiß, wir werden es erleben. Seid auf jeden Fall dabei, wenn es heißt, wir machen aus 91% 100 oder 101. Wer weiß, ob das möglich ist. Wir werden es rausfinden. So, schönen Feierabend. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.